Die LEAG hat jetzt einen weiteren wichtigen Baustein für ihre Gigawatt-Factory gesetzt. Der Solarpark Heidemühl ist in Betrieb gegangen. Die Photovoltaikanlage am Rande des ehemaligen Tagebaus Welzow Süd produziert ab sofort 22 Megawatt Peak Solarstrom und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Transformation der LEAG hin zum grünen Energieerzeuger. Ein Schritt, der beispielhaft ist für den Strukturwandel in der Lausitz. Adi Rösch als Vorstandsvorsitzender der LEAG betonte die gute Zusammenarbeit der regionalen Partner. So wurde die Anlage von der Rösch-Gruppe entwickelt, die Bauleitung übernahm die GMB GmbH und die Green Cells GmbH war als technischer Errichter tätig. Und auch die gute Zusammenarbeit mit der Welzower Bürgermeisterin Birgit Zuchold war wichtig für den Erfolg. Schließlich kann die Energiewende nur gemeinsam gelingen. Was wir brauchen, ist eine hohe Akzeptanz bei unseren Stakeholdern. Und hier kann ich für die Lausitz sprechen. Ich habe das Gefühl, die Kollegen hier stehen alle hinter der Energie. Und das ist ja unsere gemeinsame Vision, dass wir hier eine CO2-freie Lausitz hinbekommen und damit natürlich auch einen Standortvorteil für die Zukunft generieren, dass sich hier Industrieunternehmen ansiedeln, die grünen Strom brauchen. Und wir als LEAG wollen den produzieren. Und Sie haben ja gesehen, wir haben jetzt auch hier den Kooperationsvertrag zusammen mit der Kommune in Unterschrift. Also sprich, ich habe ihn der Bürgermeisterin übergeben. Und das ist, glaube ich, auch ein Meilenstein, wo zeigt, dass wir natürlich da auch auf beiden Seiten dann letztendlich von der Energiewende etwas haben. Der Strom aus dem Solarpark Heidemühl wird über das Kraftwerk Schwarze Pumpe direkt ins Netz eingespeist, was ein klarer Vorteil für den Standort ist. Für die LEAG Renewables GmbH ist das bereits die fünfte neu entstandene PV-Anlage. Dem CEO Dominique Guillou ist bewusst, dass jeder einzelne Baustein für die Gigawatt Factory unverzichtbar ist. Nur mit vielen verschiedenen neuen Projekten lässt sich das große Ziel erreichen. Im Endeffekt ist jedes Vorhaben wichtig, weil das Gesamtvorhaben setzt sich zusammen aus einer ganzen Reihe von Einzelvorhaben und ohne jedes einzelne klappt die ganze Sache nicht. Insofern kämpfen wir für jedes einzelne Projekt. Und sind froh, dass wir das Projekt Heidemühl jetzt hier in Betrieb nehmen können. Insgesamt arbeiten wir an über 4 Gigawatt an Leistungen, an Projekten, erneuerbaren Projekten, sowohl Wind als auch PV. Spätestens mit dem endgültigen Kohleaus 2038 sollen dann alle Puzzleteile ineinander greifen. Und die LEAG ist dann mit der Gigawatt Factory vollständig auf regenerative Energien umgestiegen. Stück für Stück wird diese Idee schon jetzt Realität. Und durch einen vielfältigen Energiemix wird die Versorgungssicherheit auch dann gewährleistet, wenn die Sonne sich mal nicht blicken lässt.